Die Hälfte der Zeit bin ich unterwegs auf der Suche nach etwas, woran ich mich nicht mehr erinnern kann. Es ist alles weg. Ich kann sie nicht einfach so hier lassen. Uns ist klar, dass es natürlich sehr schwierig ist, einen geliebten Menschen so lange Zeit in einer neuen Umgebung allein zu lassen. Ich glaube nicht, dass es mir dort gefällt. Das Einzige, was wir versuchen sollten, ist, ein klein wenig Würde zu wahren. Du kannst mich nicht einfach so zurücklassen. Ich muss hier bleiben. Und wenn du es mir schwer machst, weine ich vielleicht so sehr, dass ich nie mehr aufhöre. Ich möchte, dass wir uns jetzt lieben. Und dann sollst du gehen. Sie war 18. Und sie sagte, denkst du, es wäre lustig, wenn wir heiraten würden? Und ich wollte für immer an ihrer Seite sein. Enrichak bringt den Puck über die blaue Linie. Das ist Frank. Er war ein gefragter Eishockey-Kommentator für die Jets. Was wir mitmachen, ist nicht leicht zu ertragen. Da sitzt sie. Du hast einen neuen Freund gefunden. Fiona, was machst du mit diesem Mann? Er verwirrt mich nicht. Er verwirrt mich kein bisschen. Sieh mich an, Fiona. Ich bin dein Mann. Wir sind seit 45 Jahren verheiratet. Wir beide hatten ein gutes Leben. Tu das nicht. Da steht ein Mann mit einem gebrochenen Herzen, zersprungen in 1000 Stücke. Die Dinge entwickeln sich nie, wie man es sich erhofft hat. Niemals. Für niemanden. Menschen werden einsam. Vor allem, wenn man ihnen jemanden wegnimmt, den sie lieben. So ist das Leben.